Hier zeige ich, wie man Gleichungen bestimmt, die schon eingezeichnet sind. Hier haben wir eine Grafik mit drei verschiedenen Funktionsgleichungen, der Graph eingezeichnet ist. Und ich beginne mal mit der roten, gebe die Nummer 1. Und jetzt gehe ich so vor, dass ich hier mal die zwei Punkte anschaue, die gegeben sind. Hier kann ich ein Steigungsdreieck einzeichnen. Dieses Steigungsdreieck hat ein Delta Y, also einen Höhenunterschied, und ein Delta X, das ist der Längenunterschied hier unten. Und die Steigung ist ja Delta Y durch Delta X. Also kann ich jetzt erstens einfach das Delta Y zählen. Das sind 1, 2, 3, 4. Das Delta X zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 Sechstel, das ist die Steigung. Das kann ich noch kürzen, das gibt 2 Drittel. Oder als Dezimalzahl 0,66 und so weiter. Jetzt weiß ich schon mal, dass meine Gleichung, Funktionsgleichung der Form y gleich 0,66x ist. Das wäre sie aber nur, wenn sie hier durch den Nullpunkt gehen würde. Das tut sie aber nicht, sondern die ganze Gleichung, die ganze Gerade, geht nicht durch den Nullpunkt, sondern ist um 2 Einheiten nach oben verschoben. Also muss ich hier noch plus 2 dazu zählen, von hier bis hier. Das ist die erste Funktionsgleichung. Gehen gleich zur zweiten. Die zweite ist steiler, das wird das eine größere Zahl als 0,66 geben. In der zweiten Gleichung kann ich eigentlich hier genau gleich wieder ein Steigungsdreieck zwischen den zwei eingezeichneten Punkten eintragen. Das Delta Y, also der Unterschied auf der Y-Achse und in Y-Richtung, ist 1, 2, 3, 4. Und in dieser Richtung sind es 1, 2, 4 Zweitel, ist gleich die Steigung. Kann ich kürzen, ist gleich 2. Ja, wenn ich will, könnte ich es noch in Prozent angeben, sind 200% und die 2 reicht mir schon. Ich weiß jetzt also, y ist gleich 2x und jetzt muss ich noch schauen, was dazu kommt, denn auch diese Gerade geht nicht durch den Nullpunkt, durch den Ursprung, sonst wäre es diese Gerade hier, y gleich 2x, sondern sie ist vom Nullpunkt, vom Ursprung aus 1, 2, 3, 4 nach oben verrückt, also 2x plus 4. Dann noch zur dritten Gleichung. Die dritte Gleichung hat ebenfalls zwei Punkte vorgegeben, die sind hier drüben. Ich kann das Steigungsdreieck einzeichnen und auch hier wieder zählen. Delta Y ist hier einfach 1 und in x-Richtung ist 1, 2, 3, 4, ist also ein Viertel die Steigung, ist gleich 0,25. Folglich ist meine Gleichung y gleich 0,25x. Und jetzt ist das ebenfalls wieder verschoben, so würde sie durch den Nullpunkt gehen. Einfach parallel dazu. Und sie ist verschoben um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach unten, also minus 7. Und so habe ich jetzt die drei Funktionsgleichungen zu den drei Graphen hier oben.